Ja, grüßt euch Leute, herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel. Ich bin's, Aura Laser, und heute machen wir mit dem Tagebuch Teil 1, fangen wir heute an. Ihr seid auf einer anderen Kamera-Perspektive, weil meins leider oben, den überarbeite ich gerade so zwischendurch. Und daher habt ihr auch nur den Kameraton. Ich hoffe, dass das so in Ordnung ist für dieses Tagebuch. Ich wollte jetzt nicht großartig Hackmack machen. Und ja, ich hoffe, dass das so geht. Ja, wir bauen die angesprochene Lenkung hier zusammen. Also, wir fangen mit Back A an. Und ja, ach guck mal, selbst hier das Teil ist besser als das beim Torch, ey. Oh Mann. Was da alles besser ist, ist der Wahnsinn. Also ich habe schon oft jetzt den Kopf geschüttelt und dachte mir, wow, das ist schon wirklich ein krasser Unterschied gegenüber dem Torch. So, aber mit Tüten nicht zu wenig. Das Spiel kennen wir ja schon. So, die wollen... Ich packe jetzt erstmal alle Tüten aus und lege mir das hier hin, weil das ist doch schon ein ganz schönes Tütenmeer. Und... Fangen wir hier mit den ganzen Sachen an. Ich packe die mal alle aus. Da hat Team C ja echt drauf. Tüten über Tüten. Da sind die ja Meister drin. Das haben wir ja schon mit dem Torch festgestellt. So, zuerst wollen sie hier diese Teile hier. Und zwar genau auf 23 mm. Das könnt ihr auch gerne bekommen. Ja, ich freue mich tierisch auf diesen Wagen. Ich freue mich aber auch tierisch auf die Challenge. Ich freue mich allgemein auf alles Mögliche, muss ich ganz ehrlich sagen. Den hier einhaken. Wie war das jetzt? So war locker. So war fest. Ja, hier zerstört schon mein Handschuh. Ist der Wahnsinn. Und ja, ich freue mich schon tierisch auf die Challenge. Und deswegen möchte ich das Auto eigentlich ziemlich schnell zusammenbauen, wenn ich ehrlich bin. Da ich da ziemlich... ich möchte da eigentlich gerne teilnehmen. Eigentlich wollte ich mit dem Torch teilnehmen. Kann ich ja hier auch schon mal sagen. Aber ich denke einfach, ein Truggy ist nicht das Richtige. Viele haben bestimmt auch schon Schock gekriegt und haben sich gedacht, was? Flachbahner? Laser? Flachbahner? Hä? Was stimmt da nicht? Ja, habe ich mir auch zuerst gedacht. Das Problem ist aber einfach, Leute, das macht schon Sinn, ne? Flachbahner da zu nehmen. Weil ein Truggy, boah, ich hatte so Schwierigkeit mit dem Terrier. Ich habe ja da mit dem Terrier auch einen, ja, sagen wir mal, Speedrun hingelegt. Ab 90 km/h, also 80 auf 90 km/h zugehend, nicht mehr kontrollierbar, weil er da einfach zu schwammig wurde. Vielleicht waren es auch die Reifen. Das mag alles gut sein, aber so, ich muss mal hier kurz 23, ja, der schwankt hier mal 23 Millimeter wollen sie die Stänkchen hier haben. Das ist die Lenkstange zum Lenken vorne. Das wird ja hier alles wieder korrekt eingestellt. Nach Anleitung. Ja, wie gesagt, das ist das Verbrenner-Kit. Viele haben sich da wohl auch schon gefreut. Endlich wieder ein Verbrenner. Wie gesagt, ich baue das Ding nach der Challenge wohl auf Verbrenner wieder um. Und dann, habt ihr verstanden, ne? Genau. Der wird nicht auf Brushless bleiben. Ich weiß es nicht. Vielleicht hole ich mir auch noch ein zweites Kit, weil der Preis ist einfach der Hammer. Also der Preis ist wirklich der Oberhit für dieses Kit. Und das, also ich war baff, als ich gesehen habe, was man hier bekommt an Teilen und am Auto. Und das wäre auch schon, ja, weiß ich nicht. Das, ich finde das einfach heftig. Ne? Wir kriegen hier voll die Competition-Teile. Wo wir für den Torch richtig Geld hinlegen mussten. Die sind hier einfach mit drinne. Ne? Theoretisch müsste ich mir das Set jetzt nochmal besorgen für den Torch. Aber das wäre ja albern, weil ich die Federn nicht brauche. Und ja. So, noch eine Umdrehung. Zack. Und schon haben wir 23 mm. Ja, wie gesagt, das ist natürlich albern. Und deswegen, ja, mache ich das nicht. Aber der Preis ist wirklich der Oberhammer. Also ich finde den Preis wirklich den Oberhammer. Für Competition Set wirklich top. Ehrlich. Hat mich umgehauen, der Preis. Und ich bin auch erst nach langem Suchen drauf gekommen. Weil eigentlich wollte ich einen 1:10 haben. Aber ich dachte mir, ein 1:10 ist mir total langweilig.
weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Und jetzt geht dieses mit diesen Schrauben wieder los, M314. Oh, ich habe gehofft, dass es nicht eintritt, aber es tritt gerade ein. So, M314. Davon wollen Sie eine. Oh, wieder so viele Tüten. Ich krieg die Krise. Leute, ich krieg die Krise, ey. So, die wollen jetzt hier auch schon Servohorn. Wir werden mal als Deko eins nehmen. Das wird nachher aber getauscht. Das wird jetzt hier nur provisorisch sein, damit wir hier was haben. Ja, ansonsten freue ich mich tierisch wieder auf dieses Tagebuch. Auch wenn dieses Tagebuch ein bisschen schneller gehen muss als gewollt. Aber das kommt auch nur, weil ich Lust habe, da endlich zu fahren. Ja. So, Lenkung ist genauso Plastik wie beim Torch auch. Auch die Stangen sind alle gleich, die Alu-Dinger sind gleich. Schade, ich dachte, da hätten sie mal hier die Competition-Teile reingetan. Aber ich glaube, da verlange ich auch gerade einen Tick zu viel. So, oh nee, da haben sie hier sogar noch die Plastiknase dran. Ja, zum Glück habe ich hier meinen Knipser. Zack. Zack. Und jetzt mache ich den nochmal kurz ein bisschen rund. So eine Sachen wie sowas hier, wo ich so noch so Stellen abknipsen muss oder so, werde ich aus dem Video rausschneiden. Weil das interessiert ja wohl echt keine Sau, ey. So, da haben wir hier die Feder. Da gab es auch einen Unterschied, ne? Na, egal. Ich schraube die jetzt irgendwie drauf. Jetzt lade. So, vorsichtig bei Feingewinden. Aber er spackt hier ab. Was ist da los? Ja, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Gewinde. Krass, was geht denn da ab? Da spackt hier das Gewinde ab. Was geht denn hier ab? Alter, das ist doch mal ein No-Go, ey. Ernsthaft jetzt. Da spackt hier das Gewinde ab. Ich hau mich weg, ey. Kriegt man nicht. Alter, kriegt man nicht gedreht, Leute. Kriegt man nicht gedreht. Ich mache hier mal kurz eine Pause. Ich muss hier mal das Gewinde kurz nacharbeiten. Oh. Und ich. Team CL. Macht mir jetzt schon Spaß. Ich bin voll drin gerade. So, da bin ich wieder. Ich darf nicht vergessen, dass wir schon wieder fast bei 6 Minuten waren. Wahnsinn. Ich achte gar nicht auf die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Werde ich in diesem Video auch nicht mehr tun. Ich habe das beim Torch gemacht, das hat mich übelst immer rausgeschmissen. Aber wenn wir jetzt merken, hier, ich breche jetzt schon wieder oder müsste eine neue Tüte anbrechen, dann lassen wir das. Ich habe jetzt gerade mal das Gewinde nachgesäubert und ja, hier war wohl irgendwie nicht richtig sauber gearbeitet. Jetzt funktioniert es auf jeden Fall sehr gut wieder, aber trotzdem, also sowas geht ja eigentlich gar nicht, ne? Also sowas finde ich geht gar nicht. So. Naja, anderes Thema. Es funktioniert ja jetzt. So. Jetzt wollen Sie die M3 bla, das machen wir gleich. Wir setzen jetzt erstmal hier unsere schöne, wirklich, das ist hammergefräst, das Teil. Kann man die rausholen? Nee. Eingestanzt, also das sieht der Hammer aus. Das ist hier einmal die gefräste Stange, die wir hier haben. Die Competition-Stange. Und dann sind hier, so wie es aussieht, nochmal gehärtete Schächte drinne, weil die kriegt man noch nicht raus. Wahnsinn. Ja, man sieht hier auch von der Presse noch Druckspuren. Richtig geil. Finde ich richtig geil. Hätte der Torch das gehabt, hätte ich das beim Torch nicht ausgebaut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Zeichnung ist ja auch geil, ne? Soll ich da jetzt raten oder was? Die wollen das hier. Oh, die Schraube passt auch haargenau, ey. Wahnsinn. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr geil. Sowas feiere ich tierisch. Und in welches Loch wollen Sie das? Ins hintere. Okay. Ins hintere. Ach, da hatte ich ja was für. Richtig. Da hatte ich ja was für. Ja, ich habe hier wieder meinen schönen Black & Decker. Ich kann diesen Akkuschrauber nur empfehlen. Er ist wunderbar für dieses Projekt. Das ist kein Product Placement. Aber dieser Akkuschrauber ist der Wahnsinn. Drehmomentschutz. Der ist einfach für dieses Hobby gemacht.
Sorry Leute, die musste ich bringen. Ich habe da jemanden, einen großen Fanboy, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Der will diesen Akkuschrauber schon seit langer Zeit haben und bekommt ihn nicht. Also er könnte ihn bekommen, aber dann müsste er ordentlich Money hinlegen. Nee, das wird schief. Was ist denn jetzt hier los? Okay, gibt's gerade ein bisschen Probleme, dieses blöde Plastikding hier reinzujagen? Was ist denn das Problem jetzt? So. Einmal roh reinhauen und wieder raus. Und dann klappt es auch mit Nachbarn. Ja, der kriegt diesen Akkuschrauber nicht. Ich finde das total lustig. Zumindest nicht für diesen angesprochenen Preis. Und ja, der will natürlich auch nicht den richtigen Preis bezahlen. Besonders nicht, weil es den ziemlich oft hier bei uns beim Plaza Baumarkt im Angebot gab. Ah, das Ding ist ja auch geil, ey. Also der Akkuschrauber ist der Hammer. Aber ich habe ihn nicht aufgeladen, wie ihr hört. Deswegen wird er mich auch gleich verlassen. So, auf die andere Seite wollen Sie das auch nochmal. Ich glaube, so eine Sachen schneide ich. Oder soll ich die drinnen lassen? Ich lasse die mal fürs erste Video drinnen, könnt ihr ja schreiben. Guckt euch das an. Ich bin alle. Lad mich auf. Okay, scheiße. Sagt Tschüss zu Black und Decker. Hatte einen wunderbaren Auftritt. Aber ich habe vergessen, ihn aufzuladen. Das war einfach zu spontan, das Video. Da bin ich wieder. Sorry. Ich musste mal kurz eben Ersatz besorgen. Und zwar springt jetzt der böse Bruder ein. Nee, doch, eigentlich schon. Man könnte sagen, der böse Bruder oder der Weiche. Okay, das wird jetzt echt ein bisschen eklig. Aber es springt der Paxoid ein. Ja, der ist eigentlich ganz gut. Was ich an dem ziemlich blöd finde, ist, der hat halt eben diesen Drehmomentschutz nicht. Und da muss man dann ein bisschen vorher aufpassen, bevor es. Ja, das war mein Kanister. Cool. Müssen wir ein bisschen aufpassen beim Festziehen, dass der uns hier nicht alles abnudelt. So, ich werde das Ganze ein bisschen leichtgängig lassen. Aber auch nicht so, dass da extrem Spiel drin ist. So. Und ja, Spiel, gar kein Spiel, also null. Richtig krass. Finde ich richtig gut. Zapsadaps. Jetzt wird schon verlangt, dass wir die Bodenplatte machen. Das machen wir diesmal auch. Wir gehen diesmal nach Anleitung. Ich habe mich ja sonst immer dagegen gesträubt, wie ihr wisst. Aber diesmal machen wir das. Hat den Grund, dass ich keinen Bock habe auf diesen ganzen Schraubenwirrwarr am Ende. Weil es bleiben doch immer echt viele Schrauben noch übrig. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Daher machen wir das jetzt schon. Und ich kann mir die schöne Bodenplatte mal angucken. Da ist das hübsche Stück. Sieht doch wirklich, also ich muss sagen, sieht echt Sahne aus, ne? Schön gearbeitete Bodenplatte. Wirklich, sieht richtig, richtig stark aus. Hübsch. Ist auch gefräst. Also sieht richtig geil aus, Leute. Wirklich. Ich bin hin und weg, ey. Die sieht wirklich schön aus. Schöne Bodenplatte. Oh, ich liebe diese Farbe. Das ist kein Gold, das ist. Oh, schwer zu beschreiben, ey. Schöne Farbe. Gefällt mir richtig gut. So. Und da wollen wir jetzt hier. Also, manchmal bin ich auch ein bisschen sprachlos, ne, bei denen. Die halb verrosteten oder fast angerosteten Stangen befestigen. Und da wollen sie die M4x10. M4x10. Ja, ich möchte so ein bisschen quatschen, habe ich überlegt, wie auch in dem letzten Zusammenbau. Möchte mal ein bisschen Blabla machen. Ich weiß zwar noch nicht, was ihr alles geredet habt oder was euch auf der Seele liegt. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, viele werden wohl denken so,
Ich bin jetzt nur noch auf Brushless fixiert. So ist es nicht. Es ist einfach so, ich hatte das, glaube ich, schon mal in einem anderen Video erklärt. Und viele wissen das auch. Das Problem ist einfach, dass die Verbrennergeschichte einfach zu schwierig wird mittlerweile. Es wird immer, also es wird immer extremer, dass die Plätze immer mehr aussterben, etc. Und man immer schlechter hier rauskommt aus Hamburg. Also ich zumindest. Und das alles mit ein bisschen größeren Aufwand zusammenliegt. Mich haben da auch Leute angeschrieben, gefragt, ob sie mit mir nicht zusammen am Flughafen fahren wollen. An die muss ich sagen, ja, keine Angst, wird noch kommen. Wenn ich Zeit habe, werde ich mich bei euch melden. Und dann können wir gerne da fahren gehen. Da haben sich zwei Leute bei mir gemeldet. Sehr gerne. Ne? Für sowas habe ich echt Lust, aber momentan geht es einfach nicht. Wenn ihr mich mal draußen seht mit einem Quadrocopter oder so, dann ist das auch nur, weil, jetzt bin ich gerade abgelenkt, Moment. Dann ist das auch nur, weil ich mal kurz was testen möchte mit dem Quadrocopter. Ne? So, jetzt wollen sie hier die M35. Oh, immer hier für eine Schraube. Oh. Team C. Ihr habt es, ne? Bei euch dick auf der Tasche mit den Tüten. Ihr seid echt die Pros, ey. Und die wollen sie hier rein haben, damit es hier die Platte festhält. So. Da bin ich natürlich auch fauli und habe da schon was vorbereitet. Ja. Und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, von den Imbus Z hier sind das wirklich die besten, weil man sie hier in den Akkuschrauber spannen kann. So, aber nicht zu weit. Problem ist, wie gesagt, kein Drehmomentschutz. Dann gehe ich lieber mit dem Schraubenzieher dran. Ja, viele fragen, ob ich auch nochmal ein Rio bringe zu den Imbusschraubern. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Dinger hier fangen schon langsam an abzunudeln. Kann ich ja jetzt hier mal kurz in dem Video sagen. Das Z hier im Gegensatz ist aber ziemlich gut, weil die schön scharfkantig sind und die halten wirklich echt super. Das Z war billiger, es hat irgendwie nur 3 Euro gekostet mit den ganzen Aufsätzen, die man hier hat. Und das Z hier war 4 oder 5 Euro und fängt aber schon langsam an zu schwächeln. Ne? Ja, fährt hier langsam rund. Will ich nur, also bei mir ist das so. Ne? Und ihr wisst ja, was ich mache. Gut, ihr seht nicht, wenn ich normal schraube, aber ne? Halt sowas hier. So, die wollen jetzt die Bleche, die mache ich mal am Ende. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Die wollen, dass wir jetzt die Lenkung installieren. Das tun wir mal. Und zwar schön mit Kugellagern. Oh, ich liebe es, wenn es Kugellager zum Einsatz kommen. Kugellager sind eine schöne Sache an der Lenkung. Das finde ich wirklich fein. Zack. Und die hätte ich mal vorher reinmachen sollen, oder? Na, geht so. So. Sitzt. Ja, ist das zweite Team C Auto, was ich hier zusammenbaue, wie ihr seht. Grund dafür ist, weil ich bis jetzt keinen anderen Hersteller gefunden habe, der preis-leistungsmäßig an, ich sag jetzt mal, Ansmann rankommt. Team C ist zwar ein bisschen teurer als Ansmann, aber mir gefallen die Autos, mir gefallen die Zs zum Zusammenbauen. Das gefällt mir einfach sehr gut bei der Geschichte hier. Und auch die Qualität stimmt einigermaßen. Sie ist auf jeden Fall besser als bei Ansmann. Definitiv. Muss ich einfach fairerweise sagen. Ne? Also ich finde die Qualität teilweise besser. Ihr habt das ja schon, warte mal, 3M14. Ihr habt das ja letztes Mal schon mitbeobachtet. Teilweise gibt es hier aber auch bei Team C Probleme. Und das möchte ich auch gar nicht schönreden. Ne? Also nicht, dass da jetzt draußen welche sind, die das ein bisschen falsch verstehen. Team C hat hier genauso Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat man ja auch beim Torch-Zusammenbau schon gesehen. So. Ja, ich benutze einen Akkuschrauber, damit das hier ein bisschen schneller alles geht. So, hier müssen wir aufpassen. Das ist jetzt hier eine heikle Stelle. Da ist mir nämlich letztens beim Torch die Schraube durchgenudelt. Und da war ich nicht sehr begeistert von. Aber scheint hier besser zu sein bei dem Kleinen. Ja, die Stangen hätten sie auch mal aus Competition reinpacken können, finde ich. Wenn schon, denn schon. Immer diese halben Sachen hier. Nee. Oh, ich habe was vergessen, sehe ich gerade. Ich habe was vergessen, und zwar die letzte M314.
Die wollen sie hier rein haben. Da machen wir das eben auch nochmal kurz. Und zwar so. Bevor wir das vergessen. Zack. Und dann ist die Mutter hier auch weg. Ja, dann kann ich das auch nochmal abziehen. Wahnsinn. Ja, tolles Kit. Ich liebe diese Kits zum Zusammenbauen. Ist keine Witz. Viele da draußen verstehen nicht oder denken, ich möchte hier meine Autos verditschen, weil sie langsam alt werden oder weil auch die Gefahr ist, dass die Ersatzteilversorgung nicht mehr gegeben ist. Das ist alles auch halbwegs richtig. Problem aber auch ist Platzmangel. Gut, jetzt habe ich mir hier jetzt schon wieder ein Auto besorgt. Das wird aber auch im Einsatz sein für die Speed Challenge. Und da die nicht so lange ist, diese Speed Challenge, also auch nur ein begrenztes Ding ist, und ich hier aber auch mitmachen möchte und ein bisschen was machen möchte, steht das gerade im Vordergrund, ist einfach so. Und da habe ich einfach Lust drauf. Das macht mir auch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. So eine Speed Challenge ist was richtig Cooles, finde ich irgendwie geil, muss ich sagen. Macht Spaß und macht Laune. So. M4, das müssten die beiden sein. Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. So, ach so, und dann kommt hier auch die letzte Mutter gleich. Super. Seht ihr? Und schon haben wir dieses Schraubenchaos schon mal halbwegs beseitigt. Jetzt wollen sie für die längere Seite die M12. Seht ihr? Und dann sind auch diese ganzen Tüten hier weg. Ah, oh, das habe ich beim Torch letztens. Oh, das ist übelst. So, die längere, die kommt. Ja, unten durch. Und zwar wird die mit der Mutter befestigt. Und dann ist auch die Mutter hier weg. Weil ich habe in dieser Torch-Tüte noch so viele Schrauben übrig, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich hätte was vergessen. So. Zack, zack, zack. Aber wie gesagt, ich möchte auch die Autos, wie gesagt, ich verkaufe die Autos in einem sehr guten Zustand. Ich werde die teilweise wieder fit machen. Ich habe auch schon Ersatzteile besorgt für den Terrier. Der Terrier wird so gesehen fast neuwertig verkauft. Lasst euch da überraschen, da kommen nagelneue Sachen für den. Und dann geht der so weg. Also meine Autos werde ich nicht, also wenn ich merke, dass da irgendein Auto kaputt ist oder so, dann verkaufe ich das nicht. Ne? Die Leute sollen damit ja auch Spaß haben. Ja. Und da warte ich aber noch die ganze Zeit drauf. Irgendwie lässt sich der Händler da super, super viel Zeit. Das ist echt der Wahnsinn. So. Und mit Hand nachziehen. So. Die geht auch noch ein bisschen. So, und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Hier oben Hand festziehen, also nicht richtig fest, weil da ja später noch die Vorderachse rein muss. So, das sind die zwei einzelnen Teile, die übrig geblieben sind. Ich finde, das geht doch. Ja, und schon sieht das Ganze richtig geil aus. Und oh, es funktioniert so einwandfrei, so flüssig, so schön. Sieht geil aus, Leute. Sieht einfach geil aus. Dieses Schwarz mit diesem Dunkelgold, sage ich jetzt mal, ey. Hammer, ey. Richtig geil. Gefällt mir richtig gut, ey. Richtig geiles Teil. Ja, ich würde sagen, das war's zum ersten Teil. Wir sind auch fertig mit Tüte A. Nächste Tüte ist Tüte B, glaube ich. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Also das macht mir wieder tierisch Spaß, sowas zu bauen hier. Also ich finde sowas tierisch geil. Macht mir einfach Spaß. Am liebsten würde ich die ganze Zeit immer nur Kits zusammenbauen. Ich muss diese Autos nicht mal behalten oder besitzen oder so. Mir reicht dieser Zusammenbau. Das gefällt mir irgendwie am meisten. Dieses Basteln einfach. Ja. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mir mal nicht so ein Lego-Kit hole. Aber das liegt ja dann hier auch nur rum. Das ist auch albern. Ja, hier Spiel. Aber nur auf der einen Seite. Habe ich das nicht richtig angezogen? Ein bisschen Spiel haben wir hier. Auf der anderen Seite ist kein Spiel. Aber hier. Naja, vielleicht kriegen wir das noch beseitigt. Vielleicht habe ich da was übersehen. Nö, eigentlich nicht. Aber keine Ahnung. Ja, das war's mit Back A Part 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im Part 2. Euer Laser. Wir sehen uns mal im nächsten Video. Tschüss.